So, heute kam mal wieder ein Päckchen mit der Post. Drin war diese 103 von Fleischmann. Wunderbare Lok mit dem weißen Lätzchen. Die habe ich noch nicht. Daher habe ich da zugeschlagen. War ein Schnapper. Kostete mich nur 43 Euro plus Porto. Da konnte ich nicht Nein sagen. Die sieht aus wie, ja, neu. Da ist nichts dran. Kaputt, nichts abgebrochen, alles tipptopp in Ordnung, das schöne Gerät. Also wunderbar. Dachgarten ist super in Ordnung, Pantografen. Da passt alles. Wenn man unten sich die Räder anguckt, da ist auch irgendwie, sieht das nicht so aus, dass die großartig gelaufen ist. Also das ist eine super Lok. Endlich mal wieder. Ja, die einen werden denken, ja, warum sagt er endlich? Mal wieder eine alte Lok. Heißt, aber da, jetzt das Licht ein bisschen hin und her schaukeln. Hier kann ich endlich mal wieder ein bisschen basteln, weil Loks ohne Basteln sind zwar teilweise schön, aber für mich war es zu langweilig. Daher bin ich froh, dass ich da also ein bisschen was machen kann. Und naja, muss halt ein Decoder rein, ist klar. Da wird keine Schnittstelle drin sein, gehe ich mal von aus. Das ist eigentlich auch so gut wie klar bei so einem alten Modell. Und man muss schon mal ein bisschen Werkzeug bereitlegen. Gucken wir da erstmal rein. In die gute, wie es da innen drin aussieht. Ich gehe mal davon aus, das wird so eine ganz alte sein, die noch den alten Rundmotor hat. Lass mal schauen, was da für eine Schraube drin ist. Ich schaue mich dann doch einen Schlitz. Ja, Schlitzschraube. Oh, die ist aber fest. Oh, die ist fest. Oh, jo, die ist aber richtig fest, ey. Alter Freund, ey. Da war aber noch richtig dran und hat die extra festgeknallt. Alter Freunde. Spannend geht jetzt los. Ja, also die war ja richtig voll geknallt bis sonst wie weit. Ey. Okay. So. Einer. Das Magnetschälchen. Kann das nicht funktionieren? Mit den Schrauben hier vorne, der Schnauze, sage ich mal, das hat natürlich den riesen Vorteil, dass das Gehäuse richtig schön bündig hier vorne aufsitzt. Das hat man nämlich bei meinen Roco 103ern, die haben nur in der Mitte eine Schraube. Ja, und da sitzt das dann hier, teilweise geht das nicht richtig zu. Dann ist hier vorne so ein kleiner Luftspalt, wo das ein bisschen klimmt oder wie auch immer. Und das ist natürlich dann nicht schön, da kommt teilweise ein bisschen Licht durch. Ja, und das ist natürlich hier bei der Fleischmann-Geschichte mit den vier Schrauben, beziehungsweise insgesamt zwei vorne, ist das natürlich besser gelöst. Da zieht es das Gehäuse richtig schön runter. Das ist natürlich eine wunderbare Sache. Das ist natürlich auch beim Aufmachen dran denken. Ne? Ja. Gut, Schraube ist raus. Die jetzt dann nochmal lösen. So. Das heißt, alle fünf Schräubchen sind raus. Und jetzt müsste sich, aha, jetzt geht der Deckel auch wunderbar ab. Super. Den legen wir mal beiseite. Dann ja nichts mehr passiert, weil das wäre super, super ärgerlich. So, das ist natürlich, wie gesagt, super alt. Einfache Platine. Schnittstelle, was ist das? Gibt es hier nicht. Vorne Glühbirne drin, ist auch klar. Ja, heißt für mich, ich werde natürlich da logischerweise LEDs einbauen, das ist gar keine Frage. Dann werde ich eine Schnittstelle einbauen. Ob ich die Platinen drin lasse, weiß ich noch nicht. Dann muss ich gucken, der Motorschild, der muss natürlich wieder massefrei gemacht werden. Ich hoffe mal, so wie ich das schon gesehen habe, muss ich hier nur einige Brücken sehr wahrscheinlich durchtrennen, damit der Motor massefrei ist. Und das werde ich mir gleich nochmal in aller Ruhe angucken. Heißt, das gute Stück wird jetzt im Prinzip weiter zerlegt. So, ich habe jetzt mal den Rahmen abgenommen von dem Motordrehgestell. Ja, da muss ich hier vorne in dem Bereich, ich muss mal zeigen, hier muss man eine Brücke durch. Trennen.
Man kann das erkennen, um halt das Ganze massefrei zu machen. Ja, das werde ich gleich mal tun. Dann kommt hier diese komische Drossel raus oder was da sein soll. Hier oben ist auch noch so ein kleines Bauteil drin. Ja, ich würde das erstmal komplett ab, dann kann ich euch das besser zeigen. Ich gucke, kommt da halt eine Schnittstelle rein. Achtpolig. Mir bestellt, eBay von Uhlenbrock. Die sind ganz schön. Die haben relativ elastische Litzer da dran. Und die sind schön dick. Ja, sind schön weich und rutschelig. Relativ dick. Geht also genug Saft durch. Gibt es zwar von ESO. Aber da sind die Leitungen ein bisschen dünner. Und die dickeren können nicht schaden, wenn da ein bisschen mehr Strom läuft, schadet das nichts. So, das heißt, das gucken wir uns nochmal an. Da machen wir dann, ja, wenn das jetzt hin ist, dann wäre das ja rechts. Dann nehme ich dann eine rote Leitung für die Wände nach oben. Das heißt, das kommt da unten auch ab. Stromabnahme. Dann machen wir alles ordentlich. Machen das alles gescheit und neu. Das ganze Scheiß hier, das Licht alles weg. Erstmal soweit. Das wird alles neu verlötet. Platine. Ja, muss ich mir dann angucken, wiefern ich die behalte. Ja. Dann ist der Schrott ist draußen. Die Glühlampe auch abgelötet. Stromabnahme können wir dort lassen. Das ist rechts. Das wird definitiv rot. Zack. Ja, kann man im Prinzip das da dran machen. Dran machen. Senf, Soße. So, das ist das schon mal da dran. Das ist auch dran. Was ich hier ganz komisch finde, das hatte ich schon mal bei einer 103. Auch von Fleischmann. Die haben das. Ja, ob sie 0,0725 Cent sparen wollten, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, man kann das halbwegs erkennen. Jetzt auf der Seite rechts, wo das rote Kabel dran ist. Wir haben ja logischerweise drei Achsen pro Drehgestell. Da haben die hier nochmal eine Brücke eingelötet. Das schwarze Kabel von der letzten Achse bis im Prinzip nach ganz vorne. So, und die letzte, ja, Achse ist auch falsch, sondern der letzte Stromabnehmer hier in diesem Plättchen, der nimmt den Strom ab von der Mittelachse, von der hinteren Achse, hat hier nochmal einen Lötpunkt und da kann ich über das schwarze Kabel, geht das nach vorne, zu dem nächsten Lötpunkt und dem Abnehmerplättchen von der Vorderachse. Und da geht erst die Stromabnahme nach oben. Bei der anderen Seite, da haben die das gemacht. Stromabnahme ist zwar hier dran, da haben wir ein Plättchen, Stromabnahmeplättchen, sprich Schleifer, zur Mittelachse und zur vorderen Achse. So, aber die hintere Achse, die hat hier zwar auch ein Stromabnahmeplättchen, ja, aber da ist überhaupt keine Verbindung zum Kabel, was nach vorne geht. Ah, Entschuldigung, nicht nach vorne, sondern nach oben geht. Das heißt, die hintere Achse, das linke Rad, nimmt zwar Strom ab mit dem Schleifer, der wird aber nicht weitergeleitet nach oben. Also da fehlt einfach ein Kabel. Das haben die, ja, keine Ahnung warum immer, nicht eingelötet. Und das hatte ich schon mal bei einer Fleischmann-Lok, ich glaube, da war es die 151, da war das genauso. Da war zwar, wie gesagt, auch das Schleiferplättchen dran,
Auch die Strombrücke hat gefehlt. Das finde ich sehr merkwürdig, was das soll. Ich meine, so ein kleines Kabel kostet ja nur mal ein Furz Geld. Sowas könnte man ja normalerweise von zu Hause aus, beziehungsweise von Haus aus könnte man sowas ja auch gleich da reinmachen. Ne? Also das ist mir ein totales Rätsel, warum da an so einem kleinen popeligen Kabel gespart wird. Aber das löte ich natürlich rein, denn je mehr Stromabnahme man hat, das weiß ja jeder selber, umso sauberer fährt dann nachher die Lok. Das ist doch klar. Heißt, ein schwarzes ausgelötetes Kabel, das mache ich mir gleich zurecht und bastel das dann da rein. Das ist mir echt absolut ein Mega-Rätsel, was das soll. Warum nimmt man diese Stromabnahme nicht mit, wenn sie schon da ist? Also, das ist doch völlig bekloppt. Weiß ich nicht. Vielleicht hat da jemand eine Idee von euch. Aber für mich macht das keinen Sinn. Wie gesagt, Geldersparnis für Fleischmann, Mikrocent. Was auch immer man das nennen will. Finde ich bescheuert. So, kurz einmal abgeisoliert das Ganze. Müsste man das Gebiss mal kurz herhalten. Ah, passt schon. So, jetzt löten wir das Viech da rein. Und da haben wir gleich, wie gesagt, eine bessere Stromabnahme für die Lok. So, Fummelei, Fummelei. 1, 2, 3, Kartoffelbrei. So, legen wir das Viech jetzt da rein. Gucken. Das geht schon mal nicht. Lötfett da dran basteln. So, gucken, ob das funktioniert hier. Man sollte auch gleich ein bisschen was dran stöpfen. Das ist immer wieder eine schöne Sache, so Lötfett. Hab genug Stellen gehabt, wo ich was anlöten wollte, ganz speziell, wenn man Stromeinspeisungen sagt man den gleich an Schienenprofil anlötet. Da bin ich teilweise irre geworden, dass das blöde Zeug nicht gehalten hat. Machst ein bisschen Lötfett dran, zack, zack, ist das Kabel da dran und das hält, ey. Also das wirkt wahre Wunder. So, das bitzelt ja auch schön, zack, zack, Kabel dran, hält wie Bombe. Also, wenn man irgendwas nicht richtig gelötet werden möchte, macht einfach ein bisschen Lötfett dran, auch wenn das Lot selber Lötzinn, Blödsinn, wenn das Lot selber auch Flussmittel enthält. Manchmal, wie gesagt, muss man trotzdem ein bisschen Lötfett dran machen. Das wirkt halt, wie gesagt, Wunder. Das ist meine Erfahrung, wenn da jemand eine andere Erfahrung hat, alles gut. So, der Rotz ist dann dran. So, jetzt sehen wir noch mal ganz kurz, habe ich hier auf der Seite die Brücke eingelötet, sprich hier das schwarze Kabel. Jetzt von der hinteren Achse läuft hier rüber zu dem Plättchen und da geht halt der Strom nach oben. Ne? Jetzt haben wir alle drei Räder, sowohl links als rechts, mit Stromabnahme. Ja, wie gesagt, was das soll. Keine Ahnung, auf jeden Fall, so ist das schon mal besser. Haben wir mehr Strom. So, das wäre schon mal da die Seite vom Drehgestell. Das wäre soweit fertig. Das machen wir ein bisschen von der Seite ganz kurz. Dann gucken wir uns das Drehgestell mit dem Motor an. Wie gesagt, da hatte ich ja gesagt, das müssen wir massefrei machen, sprich, da muss ich das hier durchtrennen. So, ne, kann man so ein bisschen sehen. Also hier, da ist hoppala eine so eine Stelle. Da muss man so eine kleine Brücke durchschneiden. Trennen, flexen. Ja, machen wir mal ganz kurz. So, das war's schon.
Das Ding ist weg. Dann ist hier oben noch irgendwie so ein komischer, was weiß ich was, Drehtrenner, Widerstand oder sonst irgendein Schrott. Der fliegt auch raus. Tschüssikowski. So, das Ding hat sich auch verabschiedet. So, wie sieht das jetzt aus? Ganz einfach. Die Brücke hier ist durchtrennt. Hier oben war auch so ein komischer, was weiß ich was drin. So ein Popelfred. Widerstand, Brücke, keine Ahnung, auf jeden Fall ist der aber weg. Brauchen wir alles, alles Schrott. Das macht nachher alles der Decoder. Da brauchen wir so ein Kram das da drin. Das muss soweit frei sein, wie nur irgend geht. Dass da nicht irgendein anderer Rotz einen Kurzschluss produzieren kann. So, testen wir das Ganze nochmal mit dem Stromprüfer, dass da kein Saft mehr durchkommt. Kollege umdrehen. So, das heißt, der Pol ist schon auf jeden Fall massefrei. Da ist auch nichts mehr. Ja, das ist klar. Aber da ist jetzt Funkstelle. Da passiert nichts mehr. Pfeift nichts mehr. Alles top. Alles massefrei. Gut, da ist natürlich nicht massefrei. Das ist ja die Verbindung beim Motor. Aber nach außen dürfte da nichts mehr sein. So, das ist hier noch, logischerweise. Das ist die Verbindung halt, Metall hier zum Rahmen, aber da in der Mitte durchtrennt, kein Kontakt mehr, tot. So, testen wir hier nochmal, das ist auch gut. Das ist klar, da ist nichts, da ist auch nichts. Ne, alles top. Ja, 1:0 für mich. Das ist schon mal gut, dass man so ein Motorschild da drin hat in der Lok. Denn wenn man so ein Motorschild nicht hat, es gibt also auch ganz alte Motorschilde von Fleischmann-Loks, die sind dann aus Metall. Na, hier im Prinzip der hintere Bereich ist Kunststoff oder so ein Resinzeug, keine Ahnung. Und das ist komplett aus Metall bei ganz alten Motorschilden. Da gibt es dann einfach so eine Brücke, die man durchtrennen kann und kann dann weiterarbeiten. Da muss man leider das komplette Motorschild tauschen, weil man das Metallding nicht massefrei kriegt. Und so ein Teil kostet dann auch wieder 12 bis 14 Euro. Ja, ist halt auch wieder Geld, was, naja, nicht unbedingt ausgegeben werden muss. Ne? So ist halt viel schöner. Gut, das Ding wäre dann da soweit fertig. Fetten kann man das ein bisschen später noch. Da kommt man auf jeden Fall noch dran. Die Achsen sehen auch noch super aus. Da muss ich also auch nichts dran machen. Heißt für mich, das sieht soweit gut aus. Ich will nochmal gerade was anderes kontrollieren. Ob denn, ja, habe ich den Stromprüfer weggenommen, ob ich denn sprich, wir haben ja auf der Seite Stromabnahme, Schleifkontakt über die beiden Räder. Da kommt hier unten dann ein Draht dran zur Stromabnahme rechts. Ja, also würde ich nur noch mal gucken, ob die beiden Räder hier hinten direkten Kontakt zum Motorblock haben, weil dann kann ich nämlich hier an diesem Pol vom Motor auch nochmal eine Stromabnahme machen für die linke Seite. Das wollen wir gerade nochmal ausprobieren, ob das funktioniert. Jo, also das geht durch. Das heißt, ich habe dann hier, ich jetzt mal hier in das linke Rad gehe und gehe hier dran, ne, kann ich also hier ein Kabel anlöten am Motor für Stromabnahme links. Ich zeige es euch nochmal. Also hier dieses Metallteil, Plättchen, dieser Bereich, wo ich hier diese Brücke durchgeflext habe, da ist eine Stromabnahmemöglichkeit für die linke Seite, genau, für die linke Seite. Das heißt, die beiden hinteren Räder haben keine Haftreifen, die nehmen aber einen Strom ab, bringen den Strom direkt auf den Motorblock, ne, und der Motorblock übergibt das dann weiter im Prinzip hier an dieses Metallteil. Und da kann ich nochmal jetzt ein Kabel anlöten und dann habe ich hier bei dem Drehgestell auch nochmal auf der linken Seite zwei Räder für eine bessere Stromabnahme. Das heißt, da muss ich dran gehen. Sprich Kabel, schwarz ist das. Genau. Das haben wir gerade nochmal geprüft. Und wie ich schon sagte, je mehr Stromabnahmen so eine Lok hat, umso besser. Dann läuft die auch eine Runde weicher. So. Gucken wir uns das an. Ja, da kommt Rot dran, da kommt
Schwarz dran zur Strohabnahme. Machen wir mal da dran. So, Strohmaßnahme rechts, rot, ist dran. Jetzt brauchen wir noch ein schwarzes für die andere Seite. Da gehen wir da dran. Und dann haben wir eine schwarze Leitung. Gucken. Kurz Pause machen. So, jetzt bin ich wieder dabei, das Drehgestell zusammenzubauen. Wer das noch nicht gemacht hat, da ist upsala, eine Schraube hier vorne und dann haben wir hier hinten beim Drehgestell so ein kleiner Bolzen, der reingeschraubt wird. So, da hinten, wie gesagt, ist ein kleiner Bolzen drin. Den muss man da vorsichtig reinschrauben. Man sieht das ein bisschen. Und so, dass er jetzt gerade reingeht. Jupp, achso, was hat es da drin? So, Bolzen ist da hinten drin. Jetzt brauchen wir da noch die Schraube. Die kommt von oben rein. So. So, das heißt, das ist wieder drin. Drehgestell ist wieder verbaut. Ne, läuft einwandfrei. Stromabnahmen sind dran. Die Anschlüsse für den Motor, die kriegt man auch so locker dran gelötet. Alles kein Problem. Dann kann man da jetzt schon mal wieder ein bisschen gucken, wie das weitergeht. So, reinkommt. Logischerweise ein ESO. Lokpilot V4 DCC. Das ist eigentlich so mein Standard Non-Sound-Decoder, den ich einbaue. Bin ich super zufrieden mit. Ja, ich habe jetzt die Stromabnahmen verlötet. Heißt, Stromabnahme links, schwarz, läuft jetzt hier oben hier an diesem Pol von der Platine. Läuft hier rüber. Hier ist die andere Stromabnahme, die ich jetzt hier im Motorblock angelötet habe. Wo wir ja vorher geprüft haben, dass das von den linken Rädern geht. Das heißt, das läuft hier rein. Das heißt, die beiden Stromabnahmen linke Seite, sprich schwarz, sind einmal hier und einmal da. Dann werde ich gleich noch diese Leitung hier durchtrennen, weil hier sonst ein Masseschluss ist über die Schraube zum Gehäuse. Das möchte ich nicht. Das gleiche haben wir hier auch nochmal. Das heißt, das werde ich hier auch nochmal durchtrennen, damit hier keine Verbindung zum Gehäuse, sprich nicht zum Gehäuse, zum Rahmen ist. Die Stromabnahmen rechts, sprich rot, habe ich einmal vom vorderen Drehgestell hier angelötet auf der Platine und vom hinteren Drehgestell habe ich das jetzt hier angelötet. Da haben wir über diese Leiterbahn, logischerweise, lass mich gerade gucken, die läuft hier lang, hier, da, die läuft da rüber, ist die Verbindung. So, und jetzt habe ich vor, das Motoranschlusskabel hier drüber laufen zu lassen. Naja, wie soll ich das jetzt erklären? Also auf jeden Fall will ich das so anschließen, dass ich diesen Umschalter, der hier sitzt, weiter benutzen kann. Sprich, dass ich dann hier, wenn ich den drehe, der so steht, habe ich dann die Abnahmemöglichkeit über die Pantographen. Und wenn der so steht, ist halt die Stromabnahme über die Räder. Ne, diese Funktion möchte ich bitte gerne beibehalten. Und deshalb werde ich gucken, dass ich das entsprechend so verlöte, dass man den Schalter weiter benutzen kann. Da muss ich gleich noch genau gucken, wie ich da jetzt wo was anlöte. Zeige ich euch gleich, wenn ich soweit bin. So, wie eben schon gesagt, habe ich jetzt hier eine Trennstelle eingefügt. Da ist eine Trennstelle drin. Hier oben ist auch eine Trennstelle drin.
Hier muss man ein bisschen aufpassen beim Durchtrennen, dass man daneben die Leiterbahn nicht durchtrennt, weil das ist die Leiterbahn für die rechte Stromabnahme, dass man da vorsichtig ist. Also jetzt ist das hier durch, das heißt hier läuft kein Strom mehr auf die Schraube in den Rahmen und hier genau dasselbe. Das heißt, der Rahmen ist jetzt im Prinzip ja, Strom- oder massefrei, wie man das haben möchte. Gut, jetzt geht es weiter zum Anlöten der Schnittstellenkabel. Gucke ich gleich nochmal so da rein. Dann wird er einfach dort unten festgeklebt. Dann ist er da drin und fertig ist die Kiste. Ja, so da rein. Und das ganze Schnittstellengedönse, das kommt hier vorne dann hin. Weil da hat man in der Regel bei der Fleischmann-Lok Platz. Da ist auch ein Gehäuse. Ist da großartig nichts. Nee, das ist das Einzige, was er hat, ist der Führerstand, aber der befindet sich vorne. Das heißt, dieser ganze Bereich hier vorne, da hat man relativ viel Luft. Und da kann man dann hier diesen Schnittstellenkrempel einbauen. Ne? Sprich, den Stecker mit der Buchse. Das kommt dann irgendwie, werde ich versuchen. Muss ich gucken, dass ich das hier irgendwo drüben lege. Muss ich mir gleich nochmal angucken, wie ich das mache. Gut, das wäre erstmal bis hier weiter. Bis hier hin. Jetzt muss ich den ganzen Krempel da einkleben. Und dann gucken wir uns das gleich wieder an. So, der Decoder ist jetzt auch drin. Der ist, wie ich da schon sagte, unter die Platine gesteckt. Den habe ich jetzt nicht mit doppelseitigem Klebeband festgemacht, sondern einfach mit dem Gabelbinder. Braucht man nichts kleben. Läuft wunderbar herum. Das Ding ist fest da drin, sprich der Decoder. Der rutscht dann nicht raus. Natürlich, wenn man mit Gewalt zieht, kann man den auch rausziehen, das ist klar. Aber so nochmal hält der da drin, passiert da nichts. Wie gesagt, spart man sich das Kleben und das Gerät ist da drin fixiert, fertig. So, inzwischen habe ich jetzt die Stromabnahmekabel angelötet. Einmal hier oben rot für rechte Schiene und einmal hier das schwarze für die linke Stromabnahme, sprich, das sind jetzt die Leitungen von der Schnittstelle. Ne? Die Schnittstelle habe ich hier vorne mit Heißkleber eingeklebt und dann habe ich schon mal den Decoder eingesteckt, weil ich jetzt testen möchte, ob die Lok, so wie ich die Motorkabel angelötet habe, sprich, ich habe erstmal das Orange hier rechts angelötet, das Graue links, ob die Lok jetzt bei der Decoder-Einstellung vorwärts auch vorwärts fährt, sprich in die Richtung. Das heißt, hier im Lokführerstand 2 sitzt der Lokführer, das heißt, das ist jetzt für mich vorne. Also soll die Lok, so wie sie jetzt angelötet ist, hoffe ich zumindest, dass sie halt vorwärts in die Richtung fährt. Und das muss ich jetzt erstmal testen. Dafür machen wir mal einen PC an, stellen die ganze aufs Programmiergleis und dann gucken wir uns das an, ob das funktioniert. So, das Ganze ist jetzt auf dem Rollenprüfstand, wie man sieht. Ich habe natürlich eben vergessen, beim ersten Einlesen des Decoders, ich muss ja das Gehäuse aufsetzen, weil ich habe ja hier oben die Verbindung mit dem Schalter aktiviert, sprich, dass ich halt entweder auf Oberleitung oder Radstromabnahme fahren kann. So, und das geht natürlich jetzt nur, wenn das Gehäuse drauf sitzt, weil das Gehäuse, sprich der Schalter, schließt ja die Verbindung zwischen Decoder und Stromabnahme. So, das ist jetzt drauf. Jetzt geht es nur darum zu gucken. Ich fahre jetzt auf vorwärts eingestellt. Dann müssen wir gucken, ob er da, dass die Räder sich auch drehen, sodass das ganze Gerät vorwärts fährt, sprich von hier aus gesehen nach rechts fährt. So, dann wollen wir uns das jetzt mal so angucken. Kann man hoffentlich sehen, dass die Räder sich richtig rumdrehen. Da sieht man so ein bisschen, ich gehe mal darüber. Da sieht man also, die Räder drehen in die richtige Richtung. Heißt, die Motorkabel sind so richtig angelötet. Das ist schon mal sehr schön. Dann gucken wir auch nochmal da hinten zur Kontrolle. Also das läuft richtig rum. Kann ich das Ganze also so wieder auseinandernehmen, sprich Gehäuse abmachen, kann jetzt die Motorkabel ablenken und dementsprechend so anlöten.
Prima, das wäre es erstmal für hier. Und dann geht's weiter. Ups. So, die Motoranschlusskabel habe ich jetzt angelötet. Ich hoffe, man kann das erkennen. Sind jetzt da dran. Die Kabel laufen hier unten unter der Platine lang. Das sind die so ein bisschen versteckt, sieht man die nicht so. Ja, gefällt mir ganz gut, ganz sauberer Einbau bis jetzt. Jetzt muss ich halt als nächstes dann hier hinten die Lampen noch einbauen. Ja, Lampen, LEDs kommen da rein. Da bin ich noch am Überlegen, wie ich das genau mache. Für heute mache ich erstmal Schluss. Und das Ganze geht dann morgen wahrscheinlich weiter. Dann sage ich erstmal hier tschüss. Aber weiter geht es dann heute jetzt mit der roten Fleischmann 103. Da müssen jetzt die LEDs eingebaut werden, sodass die dann auch soweit fertig wird. Ich bin gerade noch am Überlegen, ob ich da eventuell Bicolor-LEDs einbaue. Muss ich gerade mal gucken. Bicolor in dem Fall für die beiden unteren Lampen. Bicolor rot-weiß. Dass man da dementsprechend bei der Vorwärtsfahrt ein rotes Rücklicht schalten kann. Dann muss ich gucken, ob ich da noch was Passendes habe. Schaue ich gerade mal. Rot und warmweiß habe ich hier. So, mal schauen, was ist das noch für ein Zeug? Das ist jetzt rot-grün, kann man nicht gebrauchen. Also, wie gesagt, was ist das nochmal? Rot, warm, weiß, klar. Nee. Das sind jetzt. Nee, mit dem Rundkopf 3 mm, das passt da nicht rein. Kann ich nicht gebrauchen. Aber gucken wir uns mal. Na. Diese genauer an, wie gesagt, die sollen sein warm-weiß und rot. Die sind noch frisch verpackt, heißt, die habe ich noch nicht getestet. Inwiefern das warm-weiß auch schönes warm-weiß ist. Das können wir gleich mal ausprobieren. So, das heißt, diese Bicolor-LEDs, ich weiß nicht, wer die kennt, die haben halt drei Beinchen. Und damit das lange ist eben der Pluspol und dann sehen wir die beiden verschiedenen abgelenkten. Das ist dann einmal logischerweise rot und das andere ist weiß, was da was ist. Muss ich jetzt gleich mal austesten. So, das heißt, wir testen erstmal die eine Seite hier. Der Kollege. So, das heißt, einmal ist die weiß. Ja, das ist halbwegs okay, das weiß. Und die andere Seite müsste dann logischerweise das andere Bein, sieht man eindeutig, das ist dann rot, ne? So, und jetzt werde ich mal versuchen, wie gesagt, die einzubauen, um mal zu schauen, ja, ob ich dann halt ja den Lichtwechsel hinkriege. Heißt, das Ding musste jetzt irgendwie da reinpassen. Ich werde jetzt erstmal die alte Platine rausnehmen, diese Lichtplatine, die wir hier haben. Ein bisschen ranzoomen, damit ich ein bisschen besser gucken kann. Sekunde mal, es wackelt kurz im Moment. So, heißt, die Platine nehme ich erstmal raus, den Lichtleiter nehme ich raus. Und wie gesagt, dann werde ich gucken, ob das Zeug da reinpasst. Mal überraschen, dass wir das Kabel gefummelt. Ein bisschen beiseite machen. Dann so, schauen wir mal. Das habe ich so bis jetzt auch noch nicht gemacht, diese Bicolor-LEDs verbaut. Das zwar schon öfters mal vorgehabt, aber dazu gekommen ist es bis jetzt noch nicht. So. Den Lichtleiter, wie man sieht, kann man relativ bequem rausnehmen. So, und der Durchmesser des Lichtleiters ist
relativ identisch mit dem von der LED. Also gehe ich mal davon aus, dass ich die da wahrscheinlich reinkriege, wenn das mit dem Gehäuse passt, was natürlich nicht passt. Shit. Gucken. Also reinpassen würde sie. Ja, geh weg. Das Problem ist, dass das Gehäuse hier so eine Aussparung hat, so eine Ecke. Und dass da das Teil nicht richtig reinpasst. Da muss ich gucken, ob ich da eventuell das mit Wegschleifen hinkriege. Aber das sieht super knapp aus. Das wäre natürlich jetzt schade, wenn das nicht funktioniert. Das heißt, schade, das wäre nicht super ärgerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Gucken wir nochmal. So. So, die Locke ist jetzt fertig und verlötet. Ich habe auf dieser Seite im Gehäuse zwei Widerstände eingelötet, einmal für vorne, einmal für hinten die Beleuchtung. Beleuchtung habe ich jetzt so gelöst, dass ich hier in den Lichtleiter oben eine weiße 3 mm LED eingelötet habe, warmweiß. Und direkt darunter, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, sitzt eine rote LED. So, die Idee ist jetzt, was die rote LED, wenn die angeht, dass die logischerweise die beiden unteren Lampen rot leuchten lässt, hat keinen Kontakt zu dem oberen Lichtleiter für die dritte Lichterspitzenbeleuchtung, weil da sitzt ja die weiße LED dazwischen. So, wenn ich das jetzt zusammenbaue, müsste hoffentlich die weiße alle drei beleuchten und die rote nur die unteren beiden Lichtleiter beleuchten. Das Ganze habe ich angeschlossen. Weiß ist klar, vorne hinten an weiß und gelb. Und die roten jeweils an AUX 1 und AUX 2, dass ich das nach Bedarf dazu schalten kann. Ja, Verkabelung läuft komplett unter der Platine unten lang. Da auch alles versteckt. Das sieht also recht sauber und ordentlich aus. Da vorne auch nochmal die Seite. Dann sieht man da auch nochmal oben die weiße LED, drunter die rote. Das Ganze werde ich jetzt mal zusammenbasteln. Und dann gucken wir uns das mal an, ob das so funktioniert, wie das soll. Bis gleich. So, die 103 ist jetzt fertig, steht auf dem Rollenprüfstand. Ich habe schon mal getestet, also Licht vorne funktioniert wunderbar. Das heißt, Licht an, Licht aus. Ich mache mal hier das Licht aus. Also das sieht auch schon mal ganz gut aus. Führerstand ist auch ein bisschen beleuchtet. Ja gut, der eine mag das, der andere mag das nicht. Ich finde es jetzt nicht ganz so schlimm. Ja, einziger Nachteil, was ich eventuell nochmal verändern muss, ich kann ja jetzt über F1, kann ich ja jetzt das gute Rücklicht dazu schalten. Was wir hier sehen, das funktioniert. Was leider wieder erwarten ist, dass das doch oben zu dem oberen Licht das rote durchscheint. Das hatte ich eigentlich gedacht, dass das nicht der Fall sein wird. Ja, das gefällt mir natürlich nicht ganz so gut. Da muss ich nochmal überlegen, wie ich da irgendwie was eventuell ändern kann, dass ich halt das rote Licht nicht, beziehungsweise ob ich da irgendwas ändern kann, dass halt das obere, das dritte Spitzensignal, dass das eben nicht rot ist. Da habe ich momentan noch keine Idee. Weiß ich nicht, wie ich das machen kann, weil das halt ein und derselbe Lichtleiter ist. Daher ist das ein bisschen schwierig. Ja, was ich auch feststellen musste, ist leider, da muss ich auch noch mal dran. Ja, ich kann jetzt halt einen Lichtwechsel machen, das ist klar. Wenn ich jetzt die Fahrtrichtung wechsle, geht natürlich da das rote Weiße an. Nur leider funktioniert hinten jetzt das rote nicht. Da kann sein, dass da irgendwie am Kabel was nicht richtig dran ist. Da muss ich eventuell noch mal dran, noch mal aufmachen. Aber ansonsten ist die Lok soweit fertig. Sieht wunderbar aus. Fährt auch wunderbar.
Jo. Also wie gesagt, von den zwei kleinen Problemen abgesehen, bin ich mit der Lok soweit super zufrieden, gefällt mir gut. Ja, das wäre es erstmal mit der roten 103. Danke fürs Zuschauen, sage ich erstmal hier und tschüss, bis zum nächsten Mal.